This is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fun. Get up on your feet, this is a shakedown. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Livestream Bock auf Bau im Rahmen von der Digitalwoche. Mein Name ist Julia Weber und ich arbeite bei der Handwerkskammer der Pfalz. Wir wollen euch heute hier in der Ausbildungswerkstatt Einblick in den Beruf des Maurers und des Stuckateurs geben. Wir befinden uns in der Ausbildungswerkstatt hier in Kaiserslautern und mit mir zusammen sind zahlreiche Kolleginnen und Kollegen da, die mit mir Einblick in die Bauberufe geben werden. Und bevor wir anfangen, stellen wir uns einfach alle mal vor, wer heute mit dabei ist. Ja, hallo, ich bin der Matthias. Ich bin Beauftragter für Innovation und Technologie hier an der Kammer. Ich berate unsere Mitgliedsbetriebe zu allen Fragen rund ums Thema Digitalisierung. Und heute werde ich euch zeigen, was man mit Drohnen- und Laserscan-Technik auf dem Bau machen kann. Ja, hallo, mein Name ist Bertolt Klingel, ich bin Fachbereichsleiter Bau bei der Handwerkskammer der Pfalz, bin zuständig für die Planung und für die Abrechnung und Weiterentwicklung von Baukursen. Hi, mein Name ist Caro und aktuell lerne ich noch Maurerin und ich arbeite bei der Firma Zimmer in Steinwenden. Hallo, mein Name ist Leila Cetintas. Ich bin bei der Handwerkskammer tätig in der passgenauen Besetzung freier Ausbildungsstellen. Das heißt, ich unterstütze unsere Handwerksbetriebe, ihre freien Ausbildungsstellen zu besetzen. Das Ganze ist ein Projekt und wird gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium und von den europäischen Sozialfonds. Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist Sascha Holstein, ich bin Stuckateurmeister und zuständig hier für die Ausbildung der Stuckateure. Hallo, mein Name ist Valentin Christel, bin im zweiten Lehrjahr als Stuckateur und arbeite bei der Firma Bernd Christel. Also, wie ihr sehen könnt, wir sind heute in versammelter Mannschaft mit ganz vielen unterschiedlichen Gewerken vor Ort und werden euch ganz viele unterschiedliche Dinge im Laufe des Livestreams zeigen. Damit ihr euch nicht wundert, alle wir hier, die wir vor der Kamera stehen, wir haben heute Morgen einen aktuellen Corona-Test gemacht. Wir wurden alle negativ getestet. Deshalb werden wir, wenn wir sprechen, unsere Masken abnehmen. Hat einfach den Grund, dass ihr uns dann besser verstehen könnt. Wir sind in einer großen Werkstatt, es ist also überall viel Platz und hinten ist auch für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. Jetzt habt ihr uns kennengelernt und uns wird aber total interessieren, wer heute mit dabei ist und von wo ihr vor allem auch teilnehmt. Ich gucke nämlich hier nur in so eine Techniklandschaft, Kameras, Technikpult dort hinten. Ich kann also nicht sehen, wer mit dabei ist. Deshalb würden wir euch bitten, dass ihr einmal eingebt, von welcher Stadt ihr teilnehmt, beziehungsweise in welcher Stadt eure Schule ist. Und zwar geht ihr auf die Webseite www.menti.com, wird hier auch gerade unter mir eingeblendet, und gebt dort den Code 94920983 ein. Wundert euch nicht, die Webseite ist auf Englisch, die ist aber ganz intuitiv, da ist so ein blauer Button, da steht Submit und das heißt Absenden. Dort könnt ihr dann die Stadt eingeben, von wo aus ihr teilnehmt und wir werden uns das später nochmal angucken. Und genauso habt ihr während des kompletten Livestreams die Möglichkeit, Fragen an uns zu schicken. Wenn also ihr eine Frage habt an unsere Maurer, an unsere Maurerinnen, an unsere Stuckateure, an unsere Ausbildungsberater, schickt Fragen an uns. Wir beantworten die immer wieder während des Livestreams und funktioniert genauso. Ihr geht also auch wieder auf die Webseite www.menti.com und jetzt müsst ihr aufpassen, das ist ein anderer Code als der Code, den ihr eingebt, wenn ihr die Stadt eingebt. Da gebt ihr den Code 94062235 ein, speichert den oder schreibt den auch einfach nochmal kurz ab. Ansonsten werden wir auch immer wieder während des Livestreams den Code aktuell einblenden. So, jetzt aber genug der Vorrede. Ich drehe mich mal um zu dir, Sascha. Wir sind heute zu Gast bei dir in deiner Werkstatt.
Berufsbildungs- und Technologiezentrum. Hier sind wir heute. Ist ein ziemlich langes Wort. Kannst du uns kurz sagen, was sich dahinter verbirgt? Ja, gerne. Hier im BDZ findet die ÜLO statt. ÜLO ist die Abkürzung für überbetriebliche Lehrlingsunterweisung. Das heißt, dass hier für die Auszubildenden, die das Stuckateurhandwerk erlernen, ein Teil der Ausbildung stattfindet. Und die Auszubildenden besuchen dann auch hier verschiedene Kurse. Und ganz konkret sind wir ja bei dir in der Stuckateurwerkstatt. Kannst du uns am Anfang schon mal so ein paar Stichpunkte sagen, was der Beruf des Stuckateurs alles beinhaltet und was es dabei geht? Ja, den Beruf vom Stuckateur kann man ganz grob in so drei Tätigkeitsfelder einordnen. Das ist zu einmal den Stuck, den wir jetzt heute hier mit dem Valentin ziehen. Hier sehen wir dann, dass der Stuck gezogen wird. Genauso kann man auch Stuck gießen. Das zweite ist die Verputzarbeiten. Dann geht es dann im Innen- und Außenbereich mit verschiedenen Materialien, je nachdem, was dann gefordert ist. Und das dritte, was noch ist, ist der Trockenbau. Da kann man dann verschiedene Sachen herstellen, im Schallschutz, Feuchteschutz, Brandschutz, alles, was dann gefordert ist. Ja, prima. Sascha, danke erstmal. Klar, bevor der Stuckateur arbeiten kann, muss der Maurer oder die Maurerin erstmal einige Vorarbeiten leisten. Berthold, was macht eine Maurerin oder ein Maurer überhaupt? Ja, ein Maurer erstellt für den Rohbau, für den gesamten Rohbau Decke und Wände aus Steinen und aus Beton. Und für Wolkenkratzer, Wohngebäude, für eure Schule und dementsprechend, das hast du bestimmt auch schon gesehen. Klar, überall sieht man die bebaute Umwelt. Ich finde das auch sehr spannend. Kann man in diesem Beruf auch eine Ausbildung machen? Ja, Berufsausbildung ist für alle jungen Menschen eine spannende Möglichkeit und eine super Perspektive. Sie ist aufgebaut, sie ist dual aufgebaut und kann man in 3 Jahren, 36 Monate, kann man das erlernen und darin mit dem Abschluss einer Gesellenprüfung, das ist der Abschluss, und dementsprechend besucht man während dieser Zeit die Berufsschule und arbeitet im Betrieb. Das sind beide, sind die duale Partner. Des Weiteren besucht man überbetriebliche Ausbildungslehrgänge, Baukurse, wo wir hier jetzt auch schon sehen, dass wir dementsprechend eine Live-Übung hier sehen, direkt vor Ort. Prima. Ich nehme an, Caroline wird uns bestimmt gerne aus erster Hand über ihre Erfahrungen in der Ausbildung berichten. Caroline. Ja. Warum hast du dich gerade für diesen Beruf entschieden? Ja, also das hat sich einfach aus mehreren Aspekten zusammengestellt, würde ich einfach mal sagen. Und zwar habe ich schon, als ich klein war, super gern handwerklich gearbeitet. Sprich, auf dem Reiterhof hauptsächlich Zäune gestellt, repariert, Sachen geflickt, die kaputt waren, Bäume gesägt, abgesägt, gefällt, irgendwas in die Richtung. Und als ich dann hinterher mein Studium begonnen habe, als es dann so um den Lebenswegfindung ging, habe ich einfach festgestellt, dass dieses Modell zu studieren, also dieses sehr, sehr, sehr theoretische bzw. rein theoretische Lernen überhaupt nicht mir entspricht. Und habe mich dann umgeguckt, wo man praktischer lernen kann, und bin im Handwerk gelandet, weil da vor allem ja auch extremer Fachkräftemangel herrscht, was für mich jetzt auch eigentlich gute Zukunftschance bedeutet oder generiert, dieser Mangel. Ja. Klar, prima. Du bist ja im Anschluss noch bei unserem Insider-Talk dabei. Ich nehme an, da wirst du noch genauer erzählen, warum du dein Studium abgebrochen hast und wie deine Ausbildung abläuft. Aber jetzt mal, was machst du hier gerade, hier bei dieser Übung? Das sieht wirklich toll aus. Also das ist erstmal an sich eine einfache Mauerscheibe, so nennt man das. Das ist eine der klassischen Übungen, die wir in der überbetrieblichen Ausbildung machen. Quasi das klassische Mauernlernen mit Mörtel und Kleinformatstein. Und genau, ich setze gerade sozusagen die letzte Reihe dieser Mauer auf. Mauer, die setzt den Stein in ein Mörtelbett, um ihn auszurichten und zu fixieren. Genau, das ist jetzt mal so ganz runtergebrochen, das, was man macht. Ergänzen möchte ich vielleicht noch sagen, dass man hier an diesem Beispiel sehr schön sieht, wie wichtig unser Berufsbildungs- und Technologiezentrum ist, dass wir also systematisch traditionelle Handwerkstechniken zeigen können und dass man hier auch Fehler machen darf, Fehler machen muss, um dann dementsprechend daraus zu lernen. Auf der Baustelle sind Fehler weniger gut, hier darf man sie machen, sind sie sogar gewollt.
Prima, gut. Berthold, du hast ja schon gesagt, die Ausbildung zur Maurerin dauert 3 Jahre. Da lernt man ja, Caroline, sicherlich nicht nur das Mauern. Was gehört denn noch alles zum Beruf dazu? Zum Beruf Maurer oder beziehungsweise zu dem, was ein Maurer auf der Baustelle macht, gehört super viel. Das wird tatsächlich auch ziemlich unterschätzt. Ich werde das jetzt mal ganz runterbrechen, weil wir da später noch mal drauf eingehen in diesem Insider-Talk, der im Anschluss folgt. Aber wir machen so ziemlich alles vom Boden, bis zumindest das Dach aufgeschlagen wird. Sprich, auch kleinere Erdarbeiten, Rohrleitungsarbeiten. Dazu braucht man natürlich auch Maschinen, Betonieren, Mauern, bewähren des Betons. Da gehen wir, wie gesagt, später noch mal drauf ein. Okay, ich finde auch dein Werkzeug total spannend. Kannst du uns das noch mal zeigen und kurz erklären, wofür du es verwendest? Also das ist jetzt eine klassische Maurerkelle. Die gibt es in allen möglichen Formen, Größen. Ich habe jetzt ein sehr kleines Modell, weil kleine Hand. Die nutzt man eigentlich dafür, um den Mörtel zu portionieren, auf die Mauer aufzubringen, aufzulockern, damit der Stein besser hält. Und das war es eigentlich schon. Dann schneidet man damit am Ende nochmal den Speis ab, dass das hier so eine gerade Fläche oder die Fuge gerade abgeschnitten wird. Dann haben wir hier eine Fliesenhex. Das ist, sage ich mal, das filigranere Pendant zu einer Maurerschnur, weil wir ja hier gerade mit sehr kleinen Steinen arbeiten im Vergleich zum Hausbau. Und hier hinten dran versteckt steht noch die Wasserwaage. Die sollte eigentlich jeder von zu Hause aus dem Keller kennen. Damit guckt man halt einfach, dass das, was man mauert, idealerweise gerade wird und das Haus nicht schief steht am Ende. Prima, super. Jetzt noch eine Frage an dich. Was verdient man denn so in der Ausbildung zur Maurerin, zum Maurer? Ja, also in der Maurerausbildung, generell in diesem Bau, Grundstufe verdient man tatsächlich ziemlich gut in der Ausbildung, muss ich ganz ehrlich sagen. Im ersten Lehrjahr hatte ich brutto 890 Euro zur Verfügung, im zweiten 1230 und jetzt im dritten Lehrjahr 1495 Euro. Und das ist wirklich kein schlechter Ausbildungsverdienst. Also damit kann man leben. Ja, das stimmt. Prima. Erstmal vielen Dank an dich, Caroline, für die zahlreichen Einblicke in den Beruf. Wie schon erwähnt, bist du ja gleich auch im Insider-Talk dabei. So, Berthold, das sieht noch alles sehr traditionell aus. Aber ich denke, trotzdem wird ja auch im Maurerhandwerk digitale Technik angewandt. Kannst du uns dazu was sagen? Ja, genau. In der Bauwirtschaft wird schon seit Jahren an einer neuen digitalen Infrastruktur gearbeitet. Was da heißt im Punkto Maschinen, selbstständige Maschinen, digitale Maschinen und der dementsprechenden Software, die dazugehört. Und man kann schon sagen, dass auch jetzt nach diesem kurzen Zeitraum schon der Beruf ein Hightech-Beruf ist, ein sehr interessanter Hightech-Beruf mit moderner Zukunft. Genau, und gerade für Innovation und digitale Themen haben wir ja auch im Haus extra unseren Experten, den Matthias. Matthias, ich darf dich zu mir bitten. Matthias, erzähl doch mal, was kann man mit dem 3D-Laserscanner so alles machen? Ja, gerne. Genau, so ein Gerät sehen wir hier. Und im Prinzip kann man sich vorstellen, dass das ein super moderner Zollstock ist. Also was man früher mit einem Zollstock vermessen hat, benutzt man heute so ein Gerät, das stellt man dann in den Raum und dann wird der Raum in komplettes Aufmaß erstellt. Also stellen wir uns mal vor, jetzt als Beispiel bei euch in der Schule soll der Klassenraum soll abgetrennt werden, es soll vielleicht noch so eine Abstellkammer entstehen. Da muss, bevor bevor so eine Trennmauer gemauert werden kann, muss erstmal in Aufmaß gemacht werden, damit ich die Mauer planen kann. Und genau da können uns solche Tools unterstützen. Dann würde ich so ein Gerät hinstellen. Das würde das dann mit Hilfe von Lasertechnologie ausmessen. Und dann kann ich halt da auch Maße aufnehmen. Wir haben da auch ein kleines, was vorbereitet, ein 3D-Modell. Das haben wir gestern Abend hier von der Mauer schon mal gescannt. Also das kann man sich ja auch vorstellen, da könnt ihr dann am Ende quasi wie in so einem Computerspiel, kommt dann so ein 3D-Modell raus und durch das könnt ihr dann quasi wirklich auch durchgehen und hier auch wirklich dann auch drin Messungen machen. Ich mache jetzt mal einfach nur als Beispiel mal eine, schauen wir mal von hier nach da.
da und dann sehen wir auch genau 1,01 Meter. Also an die Caro, Respekt, sehr gut, Plan umgesetzt. Ja, prima, super spannend. Jetzt Matthias, wie verändert denn der Einsatz dieses Gerätes oder überhaupt die Digitalisierung den Beruf des Maurers? Ja, genau. Also genau, jetzt speziell das Gerät, was jetzt früher wirklich halt mit Meter und einem Stück Papier gemacht wurde, wird jetzt quasi halt digital nur noch über das gemacht. Aber ja, das ist jetzt wirklich, wie du schon sagst, nur ein Teil der Digitalisierung. Da gibt es viele. Insbesondere bei der Planung gibt es ganz viele tolle Tools. Building Information Modeling sei da genannt, kurz BIM. Weil man hört ja immer wieder Großbaustellen. Ist ja auch kein Wunder, da sind so viele Berufe, so viele Firmen, die da gleichzeitig arbeiten, dass da Fehler passieren, ist ganz klar. Und da kann zum Beispiel BIM später helfen, diese Gewerke besser zu vereinen, besser zu koordinieren. Also nur mal als Beispiel, wenn wir jetzt nochmal die Mauer für euren Schulraum nehmen, das ist ja meistens nicht einfach nur eine Mauer, dann braucht man ja noch einen Durchbruch für eine Tür, dann kommt noch der Elektriker, der legt dann noch die Leitung, Strom, Licht. Dann kommen wieder unsere Stuckateure ins Spiel, die verputzen dann die Mauer, dann darauf aufbauend, dann noch die Maler, die dem Ganzen noch einen schönen Anstrich geben. Und so kann man sich vorstellen. Also das muss gut koordiniert sein, dass da halt keine Fehler passieren. Und da kann uns BIM helfen, die Gewerke besser zu koordinieren. Prima, finde ich klasse. Vor 20 Jahren war das noch ganz anders. Vielen Dank, Matthias, erstmal an dich. Bevor wir schauen, wie weit unsere Stuckateure sind, werfen wir mal einen Blick auf Menticom, ob ihr Fragen gestellt habt. Dankeschön. Prima, da haben wir eine Frage an Caroline. Caroline ist neben mir. Caroline, wie läuft denn der Unterricht in der Berufsschule für dich? Wie der für mich läuft? Also gut, glaube ich. Sehe ich jetzt an der Abschlussprüfung, die ich gestern geschrieben habe, wie der dann endgültig gelaufen ist. Aber ansonsten, wie man das aus der Schule, in der ihr jetzt seid, kennt. Also man sitzt im Klassenraum, der Lehrer steht vorne, es wird der theoretische Teil der Ausbildung vermittelt. Man schreibt in Lernfeldern Abschlussprüfungen. Also genau, es ist nicht so, das kann man vielleicht noch erwähnen, es ist nicht so, wie ihr das sozusagen kennt. Man hat ein Buch. Und da geht man dann durch, sondern man hat wirklich Lernfelder, einzelne Bereiche, zum Beispiel die Mauern einer einschaligen Wand oder Decken oder was weiß ich was. Und über diese Lernfelder, die geht man nacheinander durch und schreibt man jeweils eine Prüfung. So kann man sich das vorstellen. Immer. Okay, die nächste Frage geht auch an dich, Caroline. Wie hast du deinen Ausbildungsplatz gefunden? Ja, das war nicht unbedingt aufregend, aber doch ein bisschen interessant für euch wahrscheinlich. Und zwar habe ich damals noch studiert und habe in einer Zivilrechtsvorlesung gesessen und habe mir gedacht, so, nee, das geht nicht mehr lange gut hier, das ist einfach nicht mein Ding. Und habe dann gegoogelt und habe auf der Handwerkskammerseite so eine wunderbare Initiative gefunden, direkt mit einer Nummer unten drunter von der damals noch Frau Winkelmann. Dann bin ich noch in der Vorlesung raus, habe da angerufen und habe mir einen Gesprächstermin vereinbart. Und da wurde ich dann auch tatsächlich super betreut, muss man sagen. Also ich habe alles Mögliche vorgestellt bekommen, Unterlagen, was weiß ich was, jede Unterstützung wurde angeboten. Es wurden mir Betriebe vorgeschlagen, die besonders gut als Ausbildungsbetrieb geeignet sind. Mir wurde angeboten, mit mir diesen Praktikumsplatz zu suchen, direkt Adressen gegeben. Es wurde auch gesagt, sie könnten mit mir die Bewerbung schreiben, wenn ich davor ein Problem hätte. Ja. Also damit, und das war wirklich klasse. Also kann ich wirklich nur jedem raten, der so ein bisschen Schiss vor dem Schritt hat. Es wird einem wirklich viel abgenommen von Seiten der Kammer, wenn man das braucht. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich freue mich total, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Dazu auch vielleicht nachher noch etwas mehr von mir. So, dann wollten wir ja schauen, was unsere Stuckateure machen. So, Sascha, wir haben ja anfangs schon gesagt, bevor der Stuckateur arbeiten kann, muss der Maurer erstmal einige Vorarbeiten leisten. Sascha, was macht der Stuckateur nach dem Mauern und was macht vor allem Valentin jetzt gerade? Ja, Valentin stellt jetzt hier das Fensterportal fertig. Das Fensterportal besteht hier unten aus einer Fensterbank mit einer Verkröpfung. Wir haben hier rechts und links haben wir die Stäbe dran und noch die Teilkreise. Der Valentin klebt jetzt dieses letzte Stück, was fehlt, das haben wir gerade eben gezogen, fehlt er jetzt an.
und diese Fugen, die hier entstehen, die nennen wir dann Gärungen. Und zum großen Finale wird dann hier noch dann die Gärung dann fachgerecht geschlossen und abgeklettet. Prima. Sascha, warum macht Valentin das hier bei dir in der Werkstatt und nicht in seinem Ausbildungsbetrieb? Ja, die Betriebe arbeiten hauptsächlich auf der Baustelle. Die Arbeiten, die hier dann anfallen, sind dann sogenannten Verputzen, Trockenbauarbeiten. Hier kommt dann die Handwerkskammer mit der Ölung ins Spiel. Wir bringen dann den jungen Auszubildenden die Fertigkeiten bei, die der Betrieb nicht leisten kann. Und jetzt dieses Fensterportal, das wir jetzt auch hier sehen, ist auch Bestandteil der praktischen Zwischenprüfung. Das heißt, bei uns werden auch die Auszubildenden optimal auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet. Klasse, finde ich toll. Das klingt alles ziemlich interessant. Valentin, als Stuckateur macht man aber sicherlich nicht nur Fensterportale. Was gehört denn noch alles zu deiner Arbeit dazu? Es gehört noch dazu Außenputz, Innenputz, Decken, Trockenbau, individuelle Gestaltung der Wände. Ja. Okay, prima. Mit welchen Werkzeugen arbeitest du? Einmal mit meiner Stuckschablone, die ich hier selbst gebaut habe, mit der ich hier auch gerade den Stuck gezogen habe. Mit der Säge und einer Gärungslade, um den Stuck zuzuschneiden. Und einem Stuckeisen fürs Material anzubringen, damit ich es festkleben kann. Prima, du sagtest gerade, du würdest Stuck ziehen. Wie gehst du vor, wenn du Stuck ziehst? Ich nehme einmal einen sauberen Eimer mit sauberem Wasser, mache da mein Material rein und bringe das nach und nach auf dem Tisch auf. Und mit der Stuckschablone ziehe ich übers Material drüber, damit ich die Form des Stuckstabs hinbekomme. Prima. Und Valentin, wie bist du eigentlich zu diesem Beruf gekommen und was sollte jemand, der sich interessiert, an Voraussetzungen mitbringen? Also ich bin auf den Beruf gekommen, da mein Vater einen eigenen Betrieb hat, mein Bruder den Meister hat, mein Opa den Beruf schon gemacht hat und ja, ich habe das quasi in die Wiege gelegt bekommen. Und ja, man braucht vor allem Lust ja, zu arbeiten. Ja. Muss körperlich auch ein bisschen was haben. Ja. Ja. Prima, Valentin. Vielen Dank erstmal für diesen kurzen Einblick in das Stuckateurhandwerk. Auch du bist ja im Anschluss noch dabei bei unserem Talk und wirst sicherlich ganz viele interessante Details erzählen. Eine Erinnerung nochmal an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr könnt uns weiter über Menti.com Fragen stellen. So, wir haben ja bereits mit Berthold und Matthias über die Digitalisierung gesprochen. Was aber auf dem Bau noch zum Einsatz kommt, wie in diesem Rahmen die Inspektion oder die Bestandsaufnahme abläuft, erfahren wir jetzt. Genau, wir haben jetzt hier auch die Drohne mitgebracht. Die hat auch eine schöne Kamera dran. Da haben wir jetzt auch noch vor kurzem einen Film vorbereitet. Ich würde sagen, dann zeigen wir mal den Film. Da sieht man jetzt aus der Perspektive der Drohne, wie sie jetzt auch direkt startet und dann erstmal auf eine schöne Höhe steigt, dass man erstmal eine schöne Übersicht über das gesamte Gelände bekommt. In diesem Fall ist es jetzt unser Berufstechnologiezentrum. Im Hintergrund sieht man sogar noch ein bisschen den Betzenberg und genau, jetzt kann man mal rumschwenken, kann also quasi die ganze Baustelle an einem Blick sich mal anschauen und dann, wie du schon gesagt hattest, jetzt gerade zum Beispiel bei den Stuckateuren kommt die Drohne hauptsächlich zur Inspektion von Fassaden zum Einsatz und dann sinkt man jetzt halt auch wieder ab und fliegen dann entsprechend die Fassade des Gebäudes ab und schauen dann, ob man vielleicht irgendwo Fehler, Beschädigungen sehen. Genau, oder auf manchmal ja, ne, Risse oder manchmal bauen da sogar Vögel, dann fangen an, die Fassade zu bauen. Genau, und das kann man jetzt prima sehen, auch mit relativ wenig Aufwand. Also ich brauche nicht extra ein Gerüst aufzubauen. Ich kann jetzt relativ schnell das Gebäude abfliegen. Klar, ich muss auch entsprechend gewisse Regelungen beachten, unter anderem auch braucht man ab einer bestimmten Größe der Drohne auch mittlerweile einen Drohnenführerschein,
Also, und dann darf das halt auch nicht entsprechend jeder starten lassen. Ja, genau. Und jetzt sehen wir hier, wie man langsam an der Fassade entlang fliegt. Und jetzt, genau, jetzt, was ist da? Jetzt sieht man einen weißen Fleck, aber ja, ich denke, das ist auch ungefährlich für die Fassade. Und generell, Bau ist prädestiniert für Drohneneinsätze. Also da haben wir auch die Zimmerleute, die Dachdecker, da kann man auch mal eben schnell so einen Dachstuhl abfliegen. Oder wie wir es jetzt hier gleich sehen, Solaranlagen auch entsprechend, kann man einfach schnell drüber steigen, gucken, inspizieren. Klar, die eigentliche Arbeit, dafür muss immer noch jemand dann am Ende aufs Dach, aber gerade die Inspektion, das Aufmaß, das kann prima die Drohne übernehmen und reduziert somit dann auch Unfallgefahr. Ja? Also ich muss dann nicht wegen jeder Inspektion auf dem Dach, manche sind ja auch ziemlich kompliziert, verwinkelt, das ist dann auch durchaus mal gefährlich. Und so kann die Drohne sehr gut dabei helfen. Genau, das war auch soweit. Jetzt geht es nur noch zum Landeanflug über. Genau. Aber ist auf jeden Fall eine tolle Sache, eine sehr hilfreiche Sache. Denke ich, kann man gut einsetzen und ist ein guter digitaler Helfer. Ja, ich sehe das auch so. Das ist sehr interessant. Und sehr, sehr vielseitig einsetzbar in allen Berufen, in allen Gewerken. Wir haben jetzt die Drohne kennengelernt und auch den 3D-Drucker, Scanner natürlich, und haben hier noch mehr für euch aufgebaut an Digitalisierung, digitale Tools und Hilfsmittel, die es im Baubereich gibt. Eine Totalstation, mit denen Straßen gebaut werden, mit GPS-Empfängern und so weiter. Ganz interessante Geschichten. Und jetzt stellt sich für uns auch die Frage, wie werden sich Bauberufe entwickeln aufgrund dieser digitalen Hilfsmittel? Was denkst du, Matthias? Klar, die Zukunft vorherzusagen ist schwierig, aber also ich denke mal, die digitalen Hilfsmittel, die werden auch immer mehr im ganzen Handwerk immer mehr Einzug halten. Und so werden wir dann wahrscheinlich auch auf dem Bau immer mal öfters Leute sehen, die eher noch mit so einem Tablet anstatt mit einem Papierplan rumlaufen. Oder wir haben auch hier mal so eine Datenbrille mitgebracht. Wir haben, glaube ich, auch noch eine Folie vorbereitet. Genau. Da wird, man sieht im Prinzip das echte Bild durch die Brille durch und bekommt dann zusätzlich Sachen eingeblendet. Also zum Beispiel auch für einen Baggerfahrer, der würde dann genau sehen, da ist eine Leitung, die darf ich jetzt nicht anbaggern. Bekommt das halt direkt eingeblendet. Des Weiteren mittlerweile auch viele namhafte Hersteller bringen da jetzt auch immer mehr so Art Exoskelette auf den Markt. Das kommt jetzt auch so langsam, haben wir hier auch ein Bild mitgebracht, dass ihr euch das mal vorstellen könnt. Das ist im Prinzip wie so eine Art Gerüst, so ein Anzug, den ich anziehe und damit kann ich dann sogar auch als Mensch wirklich dann mal am Ende vielleicht sogar so einen Stahlträger rumheben, ohne Kraneinsatz. Also spannende Entwicklung. Ich bin selber gespannt, was uns alles noch erwartet. Stark beeindruckend. Ich denke, du siehst die Entwicklung also positiv, Matthias. Definitiv positiv. Also zum einen, die Digitalisierung greift da, wie vorhin gezeigt beim Scanner, bei Planung, bei dem ganzen Papierkram, was die meisten Handwerker vielleicht eh nicht so gerne machen. Rechnungserstellung kann die helfen. Aber auch ja, ne, bei der Drohne werden auch Unfallrisiken minimiert, weil ich eben nicht überall rumklettern muss. Und ja, also wichtig ist, dass man halt neugierig ist, dass man sich mit den neuen Technologien auch anfreundet. Und das Tolle am Handwerk ist halt wirklich, dass es traditionsbewusst ist, aber auch immer für diese Innovationen offen ist. Und das macht den Beruf auch so spannend hier. Und ja. Ich sehe das genauso, Matthias, und würde jetzt gern abgeben an die Leila, die vielleicht noch Fragen hat. Genau. Themen. Okay, vielen Dank nochmal an Matthias und Berthold. Wir haben nochmal Fragen bekommen und zwar an Sascha. Sascha, wie wird man Stuckateurmeister, möchte jemand wissen? Ja, das ist ganz einfach. Ganz einfach. Nach einer Ausbildung zum Stuckateur, das heißt, man legt den Gesellenbrief ab, kann man dann direkt Stuckateurmeister machen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Man besucht eine Abendschule, dann zieht sich das Ganze über einen längeren Zeitraum. Praktisch daran ist, man kann während dieser Zeit noch Berufserfahrung sammeln. Die zweite Möglichkeit ist, dass man das auch so in einer Art Vollzeitschule macht. Dann geht das dann so bis 9 bis 10 Monate, hat man dann den Stuckateurmeister nach abgelegter Prüfung. Auch hier muss man theoretisch und auch praktisch eine Prüfung ablegen. Prima.
Jetzt kommt die nächste Frage an dich. Warum bist du Ausbilder geworden? Ja, warum bin ich Ausbilder geworden? Also ich habe schon früher sehr gerne mit Jugendlichen zusammengearbeitet, mache es auch immer noch. Den Betrieb, den ich vorher tätig war, habe ich dann auch Auszubildende mit auf die Baustelle bekommen. Mhm. Dann stand für mich fest, ja, Geselle, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, ich möchte noch weitermachen. Habe dann den Meister gemacht und dann hat sich hier die Chance ergeben, als Ausbildungsmeister zu arbeiten und habe dann die Chance gleich wahrgenommen und bin jetzt hier in der Werkstatt. Und prima. Es macht mir Spaß mit den Jugendlichen. Wir sind auch total happy, dich als Kollegen zu haben. Die nächste Frage geht an Valentin. Valentin, wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir an? Du stehst morgens auf und dann? Dann treffen wir uns morgen mit der kompletten Mannschaft in der Halle, setzen uns ins Auto und fahren auf die Baustelle. Und da sind wir zu 5, zu 6, je nachdem, was zu machen ist. Und dann geht's los. Fangen wir an, Schienen zu setzen, abzukleben, zu spritzen, je nachdem. Prima, gut. Ein herzliches Dank an euch beide. So, wir machen weiter mit den Bauberufen im Überblick. Wir haben sie für euch in drei Kategorien zusammengestellt. Ihr seht das hier in der Folie. Zum einen die Kategorie Bau von Gebäuden. Da ist tätig die Maurerin, der Zimmerer, die Beton- und Stahlbetonbauerin, der Spezialtiefbauer. Im Bereich Innenausbau haben wir für euch aufgeteilt den Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, die Estrichlegerin, des Weiteren ist da dabei der Trockenbaumonteur. Im Bereich Straße und Infrastruktur sind tätig die Baugeräteführerin, der Gleisbauer, die Kanalbauerin, der Straßenbauer und die Rohrleitungsbauerin. So, auf der Internetseite des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe könnt ihr euch alle Bauberufe im Detail anschauen. Wir möchten euch aus diesen drei Kategorien jeweils einen Beruf etwas näher vorstellen. Bist du nun eine Spezialtiefbauerin im Bereich Bau von Gebäuden, dann bist du diejenige, die ganz unten anfängt, um ganz hoch hinauszukommen. Die Erde ist dein Fachgebiet. Im Labor führst du Bodenproben durch und sorgst auf der Baustelle dafür, dass eindringendes Grundwasser fachgerecht abgeleitet wird. Du bedienst Maschinen und Bohrer, die so groß sein können wie ein Haus. Bist du ein Estrichleger im Bereich Innenausbau, so stehen alle auf deiner Arbeit. Du sorgst für einen festen Boden unter den Füßen, du arbeitest unter anderem mit Verbundestrich, schwimmender Estrich oder Estriche für Extrembelastungen. Du verlegst auch Bodenbelege aus Textilien, Gummi, Kork und Kunststoff. Bist du eine Rohrleitungsbauerin im Bereich Straße und Infrastruktur, dann weißt du, Wasser, Gas, Öl oder Fernwärme, all das findet seinen Weg zum Verbraucher am besten und schnellsten durch ein Rohr. Ob es um Verlegen von Fernstrecken zwischen zwei Städten geht oder um einen Hausanschluss, du bist hier gefragt. So, das war mal kurz zu diesen drei Berufen. Wie gesagt, könnt ihr gerne auf der Seite bauberufe.net auch hier nochmal nachschauen. Ihr denkt jetzt alle, hoffentlich, wir haben die Berufe kurz und knackig kennengelernt. Aber wie finde ich denn Ausbildungsstellen? Zunächst einmal geht es hier zu unserem Lehrstellenradar. Ihr seht es hier, ist auch ganz einfach. Ort eingeben, Umkreis eingeben, Beruf auswählen oder einfach mal schauen, was wird bei mir in der Region, hier seht es, angeboten an Berufe und dann einfach mal drauf los und ausprobieren. Gerne vorher anrufen, ist denn die Stelle noch vakant, ist die noch frei oder ist die vielleicht gestern vergeben? Ne? Gerne nochmal anfragen. So, des Weiteren bin ich total froh, was die Caro erzählt hat. Ihre gute Erfahrung mit der Handwerkskammer,
Das können euch sicherlich ganz, ganz viele erzählen. Und zwar könnt ihr euch auch, wenn ihr möchtet, einen Ausbildungsplatz, eine Ausbildungsstelle sucht oder auch mal nur mal eine Praktikumsstelle, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden oder ihr sagt, ich brauche mal eine Beratung hierzu, dann könnt ihr gerne Kontakt zu mir aufnehmen. So, das war's von mir. Ich möchte nun gerne das Wort weiter an meine Kollegin Julia geben. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich, dass ihr dabei wart. Genau, auch ich kann sagen, die Dreiviertelstunde ist für uns super schnell vorbeigegangen. Ich hoffe, für euch ging es genauso schnell vorbei wie für uns. Ich würde jetzt einfach alle Kolleginnen und Kollegen, die mit dabei waren, nochmal mit dazu bitten, dass wir nochmal so kurz sagen, was wir heute alles gemacht haben. Also wir haben zusammen mit Caroline und Berthold den Maurerberuf kennengelernt. Der Matthias hat nochmal gezeigt, wie mit dem Faro-Scanner digital Räume aufgenommen und erfasst werden können. Es haben Sascha und Valentin den Beruf des Stuckateurs gezeigt und ihr habt gesehen, wie eine Drohne auch auf dem Bau eingesetzt werden kann. Und natürlich Leila hat ganz klasse durch die Veranstaltung geführt und moderiert und auch nochmal gezeigt, wie wir als Kammer unterstützen, wenn ihr einen Ausbildungsplatz sucht. Also, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sind gleich nochmal in einem zweiten Livestream live. Um 12 Uhr geht es weiter mit einem Insider-Talk. Valentin und Caro werden nochmal mit dabei sein und werden nochmal eure Fragen beantworten, werden nochmal persönlichen Einblick geben, wie sie in die Ausbildung kamen, wie so ihre Ausbildung abläuft, was ihnen besonders viel Spaß macht und natürlich auch nochmal Fragen beantworten. Bleibt also mit dabei, schaltet euch um 12 Uhr wieder in unseren YouTube-Kanal mit dazu. Wir freuen uns auf euch und sagen Tschüss, bis gleich. Tschüss. Ciao.